Geschätzte Teilnehmer vom Industriehydraulik InfoDay 2021 von der Bosch Rexroth Schweiz AG. Mein Name ist Kurt Vogt und ich bin verantwortlich für den Aggregatebau und den Service. In den nächsten ca. 10 Minuten würden wir Sie gerne mitnehmen auf einen Reis. Eine Reis, die hier in Buttiken anfängt, im Aggregatebau bei Marius Bruckisser. Sie geht dann weiter in die Elektromontage zum Lars Hahn. Nachher gehen wir in die Westschweiz, und zwar ins Kongresszentrum auf Genf, wo uns der Peter Leuchli empfängt. Anschliessend gehen wir wieder zurück, und zwar ins Rheintal nach Sevelen zu der Firma Autoneum. Dort erwartet uns der Werni Schätti. Zum Schluss dieser Reise sind wir wieder hier in Buttiken, und zwar gerade hier oben in unserer Reparaturabteilung, wo der Luca Farisee auf uns wartet. Also, ich wünsche euch eine schöne Reise und Marius, bitte übernehmen. Danke Kurt für die Steilvorlage. Ich bin hier auf einem von unseren beiden Prüfständen im Grossaggregatenbau. Gerne möchte ich euch anhand von dem Aggregat zeigen, was unsere Kompetenzen sind. Also, wir bestücken die ganzen Blöcke mit allen entsprechenden Ventilen und Komponenten. Wir bauen das Ganze auf dem Aggregat und ganz zum Schluss tun wir die ganze Geschichte hier verrohren. Und dann, wenn das alles verrohrt ist, wird es nachher bei uns auf dem Prüfstand auf Herz und Nieren getestet, ob es auch dem entspricht, was wir hatten. Im Weiteren haben wir natürlich auch noch Kompetenzen für Druckrohrschweißen und Lackieren. Und was auch nicht geht, ist, so ein Aggregat läuft natürlich nicht ohne die elektrische Verdrahtung. Darum geht es jetzt weiter zum Lars in die Elektroabteilung. Merci, Marius. Wir in der Elektroabteilung erstellen auf Kundenwunsch zugeschnittene Lösungen. Wir machen die Hydraulik agil und energieeffizient. Da die Bosch Rexroth in die Zukunft investiert, bilden wir aktuell 3 Lernende zum Automatiker EFZ aus. Unsere Aufgabenbereiche umfassen das Erstellen von Stücklisten und Elektroschema, den Schaltschrankaufbau und das Verdrahten von Aggregaten und zu guter Letzt die Prüfung von der Verdrahtung und das Parametrieren von Frequenzumrichter. Danke für die Aufmerksamkeit. Da die Reise jetzt weiter auf Genf geht, brauche ich deine Hilfe, Brian. Danke, Lars, um deinen Lehrling die Automatikerausbildung zu machen. Wir sind hier im Kongresscenter zu Genf, wo viele Leute beherbergt seit vielen Jahren, wo Kongress, Meetings und andere Events durchgeführt werden. In dem Kongresscenter hat es eine alte Hydraulikanlage, wo Podien und Trennwände zwischen den einzelnen Sälen bewegt hat. Bosch Rexroth hat den Auftrag bekommen, die Erneuerung der gesamten hydraulischen Anlage zu ingenieren und umzusetzen. Dazu hat auch das Engineering von der funktionalen Sicherheit nach Maschinenrichtlinien gehört. Mit einem Team von bis zu 7 Leuten haben wir zuerst die alte Anlage ausgebaut und entsorgt. Danach ist die Installation gekommen, wo wir Pumpengruppen, Sicherheitsblöcke montiert haben. Den bestehenden Tank haben wir modifizieren und Zylinder haben wir neu abdichtet. Und die Verrohrungsprofi die haben schlussendlich die gesamte Anlage miteinander verbunden. Am Schluss haben wir zusammen mit dem TÜV und dem Betreiber die Anlage können abnehmen und Bosch Rexroth wird in den ersten Jahren durch periodische Wartung dafür zuständig sein, dass der Betreiber seine Kongresse termingerecht durchführen kann. Das wäre es aus dem Kongresszentrum zu Genf, am schönen Genfersee. Ich gebe den Ball jetzt weiter ins Rheintal zu Werni Schätti, der bei Autoneum wartet. Danke, Werni. Danke Peter, nach Genf. Ich freue mich, ich bin hier im Autoneum. Ich möchte hier einen kleinen Beitrag präsentieren von Autoneum in Sevelen.
Alteneum arbeitet in der Automobilindustrie sehr viel. Wir machen unter Matten für Unterbauten, so auch Hitzeschilder für Auspuffleitblech. Und für das braucht es eigentlich Pressen. Die Pressen sind riesengroß, zum Teil bis 3 Tonnen, 3000 Tonnen Pressen, die Unterhaltsarbeiter brauchen. Und die Unterhaltsarbeiter sind sehr intensiv. Sie haben verschiedene grössere Blöcke, Ventile, übermässig gross, wo eigentlich sehr ausgiebig ist mit Arbeiten verbunden. Die Arbeiter können sie nicht alles verrichten, weil es viel spezifisch ist mit Störungen verbunden, wo halt ein bisschen mehr gefragt wird, weder als eigentlich nur ein einfacher Hydrauliker. Somit müssen sie mittlerweile auch Schrecksrot einbeziehen, wo schon seit Jahren eigentlich die Alteneum betreut und auf uns ein bisschen angewiesen sind. Das heisst, das Know-how ist ziemlich hoch, es wird viel verlangt. Wir haben nicht viel Zeit, die Maschinen sind immer unter Druck und wir müssen präsent sein, dass es auch funktioniert. Aber wir bieten das von Schrecksrot, wir sind nahe und wir sind sehr willkommen Gast oben. Die Anlagen sind eigentlich nie fertig, sie werden gekauft vom Hersteller und nachher geht es eigentlich los, dass man die wieder muss unterhalten muss. Man muss die retrofitten, man muss Verbesserungen bringen und das erwünscht der Kunde. Und das tun wir ihnen bieten, indem man die Anlage anschaut und betreut und sagt, wir müssen vielleicht probieren, das zu lösen, anstelle mit Schläuchen, Verrohren. Probiert die Blöcke zu versetzen, dass man besseren Service bieten kann. Und so eigentlich für sie willkommener ist und einfacher zu bedienen, wenn sie eine Störung haben. Und das ist das Ziel schlussendlich natürlich, dass die Verfügbarkeit viel mehr gestärkt ist durch das und der Kunde zufrieden ist und der Service klappt. Wir schweissen auch Druckrohr anhand der Vorgabe, wie man es machen will. Oder ersetzt einen Schlauch, Turnusrohr, wo man halt sagen kann, das ist Standheft und hat eigentlich für die Maschinenbestand. So, das waren also unsere Arbeiten, die wir hier oben machen, beim Alteneum, wo wir weiterhin betreuen mit gutem Service. Und ich gebe den Ball weiter in die Werkstatt auf Buttiken zum Luca. Danke, Venni. Danke, Alteneum. Wir sind jetzt hier in der Reparatur. Weil alles, was mal im Einsatz war, muss auch repariert werden. Und das nach hoffentlich einer Haufen Stunden. Hier in Buttikon haben wir die Möglichkeit, zu erkennen, was es braucht. Dass jedes Produkt möglichst schnell wieder in Einsatz kommt. Und wo es zum Schluss, wo man am Schluss sieht, ob es auch wirklich tut, das gehen wir jetzt schauen. Also die ist gut. Ich gebe gerade weiter. Danke vielmals. Ja, geschätzte Teilnehmer vom InfoDay 2021, das war es vom Aggregatdepot und vom Service. Oh, fast hätte ich es vergessen. Der Ballon, den wir hier zweimal quer durch die Schweiz durchgerührt haben, das ist das Cytropack. Das Cytropack gibt es selbstverständlich auch real. 4 kW Antriebsleistung, Multi-Eisernetz-Schnittstelle. Wenn Sie genaueres wissen wollen, kommen Sie auf uns zu. Wir stehen Ihnen selbstverständlich mit anderen Informationen zur Verfügung. Besten Dank nochmal für die Teilnahme. Auf Wiedersehen miteinander.